Kamera läuft? Kamera läuft. Kamera läuft. Synchronisieren? Synchronisieren. Cheers, Cheers mein Lieber. Zum Wohl. Frohes neues Jahr erstmal. Danke sehr. Wir starten ins neue Jahr. Gleich mal mit einem Highlight. Wir haben heute einen Gast, aber dazu später mehr. Ja. Ich wollte mal noch fragen, weil jetzt irgendwie doch sich Leute das mal angeguckt haben, müssen wir mal ein bisschen erklären, was wir hier mal machen. Kannst du mir einen 1 Minuten Elevator Pitch geben, was hier eigentlich gerade passiert? Oh ja, das ist gut. Also an für sich ist es ja selbsterklärend. Wir sitzen hier, trinken Bier und labern über Kamera. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es gibt auch einige Leute, die es noch nicht so ganz verstanden haben. Ich freue mich ja immer auch über Kommentare und haut so viele Kommentare raus, wie es nur geht. Versuche auch alle zu beantworten. Aber ich fand auch einen witzig, das war auch ja, gutes Feedback so, wo auch der gute Rico damals da war. Und da kam so gemäß ein Kommentar wie, ja, Rico war voll enthusiastisch und hat Sachen erklären wollen. Und die zwei Kamera-Freaks, die haben einfach unterbrochen, haben immer nur nach Equipment gefragt. Mhm. Und an für sich hat er ja recht, ne? Also, ja, Gear-Freaks. Gear-Freaks. Ja, aber, ja, das ist unten drunter gebrochen. Auf frischer Tatertab. Aber ja, Elevator-Pitch. Was ist Belichtungszeit? Das wurde ja gegründet als Foto-Community hier in Heidelberg. Wir treffen uns regelmäßig und machen quasi eine Art Bierstammtisch. Und irgendwie war es ja dann auch so, dass durch Umbaumaßnahme und andere Sachen, dass mir die Treffen jetzt eine Zeit lang nicht machen konnte, weil man zu viel um die Ohren hatte, was aber auch wieder kommt. Und hier im Rahmen dessen aber dann, um weiterhin das so zu gestalten, haben wir jetzt unseren Videopodcast gemacht. Yeah. Und machen quasi, das ist einfach nur ein klein, aber für mehr so. Und unterm Strich, ja. Mit viel zu viel Bier im Kopf hier im Herdigstore in Heidelberg über Kameradinge quatschen, ja, und sehr viele Unwahrheiten sagen. nichts voll, nichts, nichts belegen können. Ungefähr so viel dran, wie wenn man auf Rumors geht. Und genau. So, ja. Ne? Und mit so ein bisschen zu viel Emotionen da so ein bisschen dran nachgehen. Ja, das war der längste Elevator-Pitch überhaupt. Ja, der Fahrstuhl war stehen geblieben. Das war stehen geblieben. Aber so, jetzt mal aber zum neuen Jahr, ne? Ja. Boah, das wird super. Mal nach Neujahrsvorsätzen. Also ich hab dieses Jahr tatsächlich Neujahrsvorsätze. Oh ja, und zwar habe ich gesagt, den ganzen Januar trinke ich keinen Alkohol. Deswegen ist das hier... Rotwein. Rotwein, genau. Dry January, ich trinke nur noch trockene Weine. Nee. Das ist Cola, heute mal. Genau. Hast du auch Neujahrsvorsätze? Bis auf Alkohol, oder was? Nee, aber tatsächlich, dieses Jahr wird richtig cool. Und jetzt dieses Jahr auch viele neue Jobs, schon direkt im Januar, geht gut los. Du bist ja auch am Donnerstag dabei mit dem Shooting mit Anke Engelke. Ja, ich freue mich sehr. Und krasser, finde ich, kann es nicht losgehen, als mit so einer Ikone, die fotografieren zu dürfen. Mhm. Und generell, ja, viele coole Projekte, viele Jobs und bin auch voll motiviert, da was zu machen und freue mich mega drauf. Und so, ich sag mal, stilistisch versuche ich mich auch wieder ein bisschen irgendwas Neues zu machen, weil ich muss ja immer ein bisschen was Neues ausprobieren. Es wäre ja unmöglich, immer am gleichen festzuhalten. Ja. Und, dass du mal was Neues machst, ist ja... jedes Jahr was Neues. Und ich habe mir quasi ein Reinigungskit gerade bei Amazon bestellt. Um was? Einfach mal ein Reinigungskit für die Objektive und für die Kameras, weil... Ich habe mal Bock, was auf Blende 8 oder so zu fotografieren. Und mein Sensor und meine Objektive sind halt so krass verträgt, ja, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, sogar deine Q hat Sensorflecken. Ja, das ist auch nicht möglich. Und ich mag einfach mal irgendwas kreativer Scheiß mit Blende 11. So, für viele was voll normales wahrscheinlich. Habe ich die letzten 5 Jahre wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Und einfach so ein bisschen vom Bild stilistisch und so. Auch ein bisschen Farben, auch wieder so irgendwas Neues oder was Altes vielleicht. Wieder also aufteilen. Einfach mal wieder alles neu denken. Ja, ja. Also letztes Jahr war alles cool und schön, aber ja, ich mag so ein bisschen noch ein bisschen experimentieren. Vielleicht entwickle ich mich auch irgendwo nochmal einen Schritt weiter so und nehme da nochmal was mit. Und ja, ich mag diesem Jahr vieles Neues ausprobieren. Genau. Und natürlich ein großer Meilenstein, also toi toi toi, wenn es klappt, wird diese Woche das Studio fertig. Ja, nur noch so die Woche, der letzte Feinschliff und dann kommt's. Ich glaube, man kann ja schon offiziell jetzt den Namen announcen. Das Studio wird heißen Studio Porta Sul. Porta Sul, ja, wegen der blauen Tür. Genau. Ist portugiesisch Porta, die Tür, und Sul, Azul. Wie deine halbe Familie. Also. Genau. Und da ist so der Hintergrund.
Ja, wir haben viel Energie, viel Zeit, viel Geld reingesteckt. Leider zu viel Geld. Das war mir eh klar, weil du willst es ja dann auch richtig haben. Aber es wird richtig, richtig schönes Ding und ich freue mich, das auch mit allen zu zeigen, zu teilen. Ja, aber sobald es fertig ist, machen wir da mal. Lass uns da die nächste Aufnahme machen. Dann haben die Leute. Wir können es auch dort filmen. Wir müssen genau, ja nicht immer hier im Herdeklan sein. Genau, also voll gerne. Super, klasse. Du hast schon angesprochen, wir sind ja dann doch irgendwo schon Gear-Freaks. Also jetzt nicht, dass du bist ja auch ein sehr romantisierter Fotograf, du liebst ja Shootings zu machen und da irgendwie deinen reinzustecken, aber doch, du liebst es auch zu recherchieren nach irgendwelchen Sachen. Mhm. Deswegen, normalerweise frage ich dich ja immer am Anfang, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen und dann irgend so eine Auswahl. Aber heute, ich habe dich ja im Vorhinein schon vorbereitet, dachte ich, frage ich dich mal nach dem Ding, wo es wirklich drauf ankommt, so deine Objektive. Und zwar deine Top 3 Objektive. Aber jetzt nicht falsch verstehen, so nicht mäßig, wenn du 3 hättest, welche 3 wären es, weil dann würde es man, glaube ich, anders, weißt du, sondern einfach nur deine 3 Lieblingsobjektive. Mhm. Okay, aber habe ich es richtig erklärt? Also ich meine halt nicht, wenn du nur 3 hättest, welche 3 würdest das du da nehmen, weil dann würdest du dich ja weit aufstellen vielleicht, klar. Weiß ich nicht. Sondern einfach nur deine 3 Lieblingsobjektive. Das können jetzt auch 3 35er sein. Ich weiß ja nicht. Ich nehme jetzt einfach die, wo ich am meisten nutze. Genau. Und du hast sie dabei. Ich habe sie dabei, genau. Okay, ja. Nee. Ein Disclaimer vorweg. Ja. Man wird sehen, also bei mir ist es ja ganz klar, wer mich kennt, weiß ja, bei mir ist natürlich alles Vogtländer, das ist ja keine Überraschung. Ja. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht voreingenommen, also bin ja da auch Ambassador für Vogtländer offiziell. Aber ist jetzt um Gottes Willen keine Verkaufsshow oder irgendwas. Also diese Objektive mag ich wirklich und hatte ich auch, bevor ich da... Wie viel haben sie dir geboten? Komm, gibt's zu sagen. Nee, nix. Und ich mag die Firma sehr. Ich finde es einfach generell geil, die Philosophie. Das sind ja, klar kommen die aus Japan und ich glaube, die Entwickler der Objektive, die sind mindestens 10-mal so bekloppt wie wir. Da hocken die an der Quelle. Ja. So was wir so uns wünschen, äußern, die sind einfach in der Lage, das umzusetzen. Mhm. Wenn man einfach überlegt, auch mal gerade kurz als Beispiel... Ich finde es geil, die haben ja eine Vintage-Line und eine Classic-Line. Ja? Ja. Die Vintage-Line ist halt einfach so, die lassen einfach die Objektive alt aussehen, so optisch, also vom Body und so weiter. Aber da haben hochmoderne Linsen und also der neueste Shit da quasi drin. Ja. Also geil scharf und alles so. Und dann haben sie trotzdem einfach gedacht, komm, wir machen noch eine Classic-Line, wo halt irgendwie so... Single-coated, Schrottglas, um Gottes Willen, will ich es nicht sagen, aber... einfach so ein Glas, wo halt ein gewisser Charme hat, wo halt optische Fehler, diese, man kennt ja jeder offenblendig da diese Vogtländer, Regenbogenflares und so, das ist ja schon mittlerweile in unserer Bubble voll bekannt. Okay, aber... Und die bringen halt Dinge raus. Und soll ich mir mal mit meinem ersten anfangen? Mit deinem letzten, also ich hätte von Platz 3, also das bin Platz 3. Dein drittliebstes Objektiv. Genau. Okay, auch ganz wichtig, also... Das ist echt nur Zufall, dass ich gerade Chips esse. Aber viele fragen ja wie immer. Nico. Warte, ich frag dich. Ja? Nico, wie bekommst du diese tollen Effekte auf deinen Filmen? Diese weichen Lichter, diese wunderschönen Hauttöne. Wie machst du das? Also wichtig, wenn man Chips isst, mach's bitte nicht. Die Finger. Mach's ganz wichtig. Mach's bitte nicht. Also einfach nicht waschen, einfach so trauen. Oh, perfekt. Also dann gibt's ein richtig schöner Glow. Ich weiß nicht, warum tiefen... Einfach Pizza, Chips, Objektive, alles gut. Falafel ist gut, ne? Falafel gibt wirklich orientalischen Touch auf den Bildern. So. Genau. Nee. Also, was habe ich in meiner Hand? Ich habe hier von Vogtländer ein Aprolanta. Und diese Brennweite, also 35 mm. Ich habe auch das Pendant des 50er. Habe ich eigentlich alles, diese, also Aprolanta, die sind halt einfach... Einmal arg knackscharf und haben einfach so die krasseste Farbwiedergabe, finde ich. Und die nehme ich halt für alle meine offiziellen Jobs, wo alles halt auch so Richtung Business, wo einfach Cleanness, sage ich mal, im Vordergrund steht. Das typische Schlagwort Corner to Corner und so weiter. Das sind ja halt einfach Killer und unschlagbar. Und ich mag halt vor allem auch gerade wieder das 35er. Bei mir ist halt immer so, die als Leica-Fotograf und so und diese M-Objektive. M-Mount-Objektive, da ist ja häufig so, dass für mich das größte Handicap ist halt immer so diese Naheinstellgrenze, die ist ja klassischerweise bei 0,7, wie halt auch 0,7 ist ja auch der Messsucher ausgerichtet, näher kann er ja nicht.
Aber über mittlerweile geht es ja über Peaking und über Live-Display, ja, kann man auch das dann wieder auch scharf stellen. Und das kann es noch unter anderem. 0,5, ja. Genau, und so für mich ist so das Pendant immer, also ich habe, also mache ja noch immer, da habe ich jahrelang viel mit Sigma-Linsen gemacht, gerade diese A-Serie, und die haben ja auch eine richtig geile Knackschärfe so und ja, so in dem Bereich. Und das war für mich immer so der Hauptkonkurrenz und hat es natürlich ausgestochen, weil die doppelt fünfmal zu leicht sind und viel, viel kleiner. Ja. Von daher habe ich, wo ich die das erste Mal in Hanna direkt verliebt, so, und ich feiere die über alles, und auch ja, Anke Engelke werde ich jetzt am Donnerstag damit. Auf jeden Fall. Also aber in dem Fall gut. Apulanta, ich habe es recherchiert, man kennt es ja dieses, um es bildlich zu sprechen, diese weißen, manchmal wie es ein bisschen ausfrisst, da sind die halt extrem gut drin. Ne? Ja. Und witzig, weißt du, diese drei Streifen, weißt du, warum die da sind? Ich habe das gesehen, dass wenn du es so hinstellst und manchmal das Bild reflektiert, dann sieht man genau die in der Linse. Genau. Das ist eigentlich ganz cool. Nee, also von daher, also das ist so für meine, wie gesagt, die richtigen Jobs, wo es halt jetzt nicht um irgendwann kreatives Zeug geht, da nehme ich die eigentlich zu 90% und bin voll happy damit. Also auch, ja, alles top. Geil. Ja, ich habe, das ist diese Strecke, die du mit der Sophia geschossen hast in Botanischen Garten, genau. Das war mit dem gemacht, ne? Ja, das erinnere ich mich noch. Cool, sehr schön. Also das ist dein Platz 3, 35-2-0 Abonnenter. Genau. Geil, was hast du noch mitgebracht? Und zwar, als nächstes, oh, ich habe noch ein Ding drauf. So habe ich es auch ständig da. Also ich kriege auch immer Ärger, wenn ich es so in die Hosentasche stecke, ohne Deckel und so weiter. Aber wie gesagt, man muss ja auf den Look kommen. Ich habe in meiner Hand ein, auch Folkländer, ein Nocton, 75 mm. Und das ist auch definitiv auf Platz 2 bei mir, weil alles, was so, das ist meine Hauptporträtlinse. Ja. Also wenn es Porträt wird, mag ich einfach die Brennweite 75. Ist so für mich so einfach so die beste Kombi ist. Also ich sag mal so, wenn ich Richtung Porträts mache, Richtung 85 oder 110 so in dem Bereich, ist mir zu viel Fleisch, ist mir zu viel Gas drauf. Ja. Und auch da gibt es wiederum, finde ich, bei 75 der perfekte Sweet Spot. Und das, ich finde es für mich in meinem Empfinden perfekt ausbalanciert. Und anschließend auch wieder da das Objektiv. Ich mache auch viel im Lifestyling-Bereich und so weiter. 1,5er Blende ist ja auch 1,5er Blende ist super lichtstark. Ich liebe es auch, manchmal schraube ich es mir drauf im Reportagebereich. Auch wenn ich jetzt mal Hochzeiten habe oder sowas und auch mal ein bisschen weiter weg sein will oder muss gegebenenfalls, ist es auch so meine Standard-Reportage-Ding, was halt, wie gesagt, super lichtstark ist. Man kommt ja immer damit gut zurecht. Auch das Schwarze. Es gibt auch noch einen schönen Silber, hatte ich auch mal, bis Andreas runtergeschmissen hat. Habe ich es mir jetzt nicht mal gehört. Ich mag beides. Und das läuft auch echt geil. Genau. Und so, ich liebe es auch damit. Also ich mache mir manchmal auch den Makroadapter noch drauf, den schraube ich mir so dazwischen. Und ich liebe mir mit diesem Objektiv noch so Details von Personen, die irgendwie was Markantes haben, weiß ich, da eine Narbe oder whatever, wo ich gerne mal so ein bisschen näher rangehe und nutze es dann auch gerne als Makro, und ich mag das voll sehr. Also das war die Strecke von der Jana in Hanschusheim bei diesem hohen Gebäude. Da habe ich dir geholfen mit dem Licht, habe den Diffusor gehalten, da hast du den Makro. Die hat ja auch sehr schöne Augen und so, da habe ich mir die Pupillen so rausgepickt. Genau, das mache ich manchmal gerne in der Kombination. Und auch wenn ich Jobs habe, wie so ein bisschen wenn's Richtung Lifestyle und Food und so in dem Bereich, da spiele ich super gerne mit dem Objektiv. Das ist so daher so mein zweithäufigst benutztes Objektiv. Ja. Nice. Okay, jetzt nochmal eins. Was gibt's noch? Deine Top 3? Also eins. Genau. Also mein absolutes Favorite-Objektiv. Jetzt mal nur so, ich bin unentschlossen, was jetzt kommt tatsächlich. Okay. Also es sind zwei Sachen, die ich jetzt erwarten könnte. Mhm. Darf ich raten? Soll ich bitte. Ja, bitte. Also ich weiß ja, dass du, wenn du mit der M arbeitest, ultra viel mit dem 40er machst. So. Aber andererseits, es ist natürlich schwierig zu sagen, wenn du aber die Q nimmst, das ist natürlich ein Bundle, das ist ja fest verbaut, aber es ist natürlich auch, ist ja auch ein Objektiv, könnte man ja auch so sehen. Und da das 28-1-7, was auf der Q drauf ist. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was du ohne die gehst du ja nicht aus dem Haus. Jetzt bin ich gespannt, was hast du dabei?
Ja, Knu, mit der Q war Kopf an Kopf rennen, definitiv. Und die Q ist ja an für sich ein Objektiv. Ja. Also will ich ja gar nicht als Kamera. Also ich sehe das eher ein Objektiv. Ja. Ja. Dass sie netterweise noch ein Body dran gebaut haben, ist so voll korrekt. Und hätte man ja 7.000 Euro für das. Nur fürs Objektiv, genau. Du lagst eigentlich richtig. Wenn man mich kennt, weiß man, das ist witziger. Ich habe es auch gerade auf der Kamera Nocturne drauf. Nocturne 1.2. Ja. Es gibt ja auch ein 1.4, ja, aber das ist es nicht. Das 1.2er. Und das Interessante ist, oder das Witzige, ich hatte das Objektiv, bevor ich die Kamera hatte. Was? Wirklich. Ich habe mich halt mit, also klar, habe ich schon immer so im Hinterkopf gehabt, ja, eine Leica irgendwann würde ich mir schon gerne kaufen, bla bla bla. Und habe mich dann halt mit Objektiven beschäftigt. Und auch, wie gesagt, habe ich noch gar nichts mit Vogtländer am Hut. Und dann vergleicht man ja Leica-Objektive, Vogtländer, Zeiss, so, das sind nur die großen drei Player, wo man da so vor sich hat. Und dann bin ich irgendwie auf das Objektiv hier gestoßen. Und es tut mir leid, es ist das beste Objektiv auf dem Markt. Also für mich ist es sowas von krass, konkurrenzlos allem gegenüber. Ja gut, aus deiner Sicht natürlich. Das, ja, alle klar. Also, dass du also, drei manuell fokussierbare Objektive genommen hast, wird wahrscheinlich auch schon viele Leute nicht verstehen. Natürlich nicht. Also, aber hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass du so sagst. Ich nutze keine Autofokus und werde es an die brauchen. So. Also das ist gar kein Stress. Ja. Du kennst mich ja, ich liebe manuell fokussieren. Schärfe ist dir sehr wichtig. Also ich stelle ja lieber Schärfe als fotografieren. So. Ja, also ich muss nur, dass es einen Sinn macht, muss ich halt abdrücken. So. Ja. Das ist einfach geil. Und also wo fangen wir an? Also es hat einfach eine Lichtstärke von 1,2, ja, was halt extrem krass ist. 1,0 ist ja schon fast too much. Dann von der Bauweise, das ist wirklich so klein und kompakt. Das sind ja alle, das muss man ja. Ja, aber schau mal, wenn jetzt dann 35er dagegen hältst, das ist nochmal doppelt so groß, 75er, klar. Ja, aber ich meine, vergleich's mal mit irgendeiner G-Master, Sony oder also klar, irgendwas. Das, also, mit manuell, mit Autofokus-Systemen brauchen wir es gar nicht, das ist sowieso klein. Aber bleib mal beim M-System, ist die von der Bauweise einfach so perfekt. Ich liebe die einfach. Dazu kommt noch auch hier wieder mein Hauptkriterium, ich brauche 0,5. Ja. So, das ist für mich super wichtig. Also 0,7 Objektive schraube ich generell nicht drauf. So. Die Bauweise auch, würde ich es jetzt vergleichen mit dem 35mm Nocturne 1.2, gibt es hier uns Pendant dazu. Ja. Das Ding ist halt einfach nochmal wirklich so ein Kopf größer, deutlich schwerer und wie gesagt, so vom Ding her finde ich das einfach perfekt. Ja, und wenn man, ist auch immer so ein kontroverses Thema, die Brennweite. Ich habe mich bewusst für 40mm entschlossen und da kann man jetzt schon sagen, das ist kein Fisch, das ist kein Fleisch, aber Als Veganer. Nee, aber ich finde halt das Geile an 40, also Millimeter ist so, gehe ich einen kleinen Schritt nach hinten, habe ich ein geiles 35er. Ja. Und 35 hat ja so, wenn es um Mensch geht, also so ein bisschen, 35 nutze ich, wenn ich sage, ich mag eine Person proportional gut abbilden zum Hintergrund, so im Surrounding, so, so ein bisschen atmosphärisch, so das Ganze, aber nicht zu verzerrt weitwinklig, so, also da. So ist für mich 35 und das 40er kann ich quasi, wenn ich jetzt von das ein bisschen mache, ist es für mich ein perfekter 35er. Ja. Und gehe ich jetzt so das ein bisschen ran, ist einfach das perfekte 50er. Ich muss ja sagen, das 40er, bevor ich mir Vogtländer Objektive gekauft habe, habe ich ja auch von dir öfter mal das ausprobiert, adaptiert auf meine Sony. Ja. Und was für mich irgendwie, warum mir das sehr gefallen hat, das ist nicht single-coated, aber das ist diese Nocturne-Reihe, das hat ja auch sehr viel Look an sich, oder? Mhm. Oder ja, ist das single-coated? Also, das ist nicht deklariert, aber es ist auf jeden Fall eher Richtung Multi. Und auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, die Farbwiedergabe von dem Objektiv, so voll viele reden so von diesem Leica-Look, whatever, keine Ahnung und sowas, aber diese Farbwiedergabe ist krass. Ja. Also ich hab das mir dann tatsächlich auch auf E-Mount einfach gekauft, weil ich dann muss ja nicht alles adaptieren, aber das ist dann auch besser. Und das ist krass. Also der größte Step, den ich in Sachen Farben erreicht habe, war nicht durch irgendwie viel Lightroom rumgemache, sondern auf den Wechsel mit dem. Also das
Die Linse hat was. Von daher, ich sage nur nicht, und wie du auch schon sagtest, also wenn ich jetzt auf dem Job bin, beispielsweise eine Hochzeit, da habe ich halt eine Schulter, die Q hängen, wo ich halt Reportage schnell auch so ein bisschen halt das Weitwinkligere nutze. Ja. Und dann habe ich das, wo ich halt, wie gesagt, da habe ich dann halt automatisch nochmal einen 50er und einen 35er ergänzend zu einfach zu Q, weil ich bin jetzt auch kein großer Q-Cropper, wo da jetzt dieses da nutzt, da ich ja noch die 1er habe von der Megapixel etc. Und hey, damit fahre ich perfekt. Und dann habe ich, wie gesagt, in der anderen Hosentasche noch das. Und dann ziehe ich das mal kurz raus, mache es wechseln, etc. Und das Ding habe ich halt einfach schon jetzt bestimmt 4 Jahre oder mehr, 4, 5 Jahre. Und es nach wie vor, ich bin verliebt in das Objektiv. So. Also, auch von Verarbeitung sind die auch alle sehr gut. Ja, also da ist mir nichts auseinandergefallen, das ist alles top. Ritsch, Ratsch. Ich fasse nochmal zusammen. Also deine Top 3, die du heute mitgebracht hast. Einmal das Apulanta 3520, knackscharf. Mhm. Habe ich ja auch schon ausprobiert. Das super scharfe 35er Linse. Dann dein Porträtbänger, mit dem du alles machst. 70 oder 75? 75, hier ist halt. Ah, 75-1,5. Ja. Das sind auch irgendwie so krumme Zahlen, ne? 75-1,5. Naja, und dein 40er 1,2, was immer dabei ist. Geil! Ich hoffe, dass ich irgendwann stelle ich mal meine 3 vor. Mhm. Oh ja, das würde mich mal interessieren. Es wird anders. Es wird ganz anders wie bei dir. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich sage mal nichts dazu. Naja, so viel dazu. Und ich glaube, wir schließen das Thema ab, weil wir haben heute noch was anderes. Den Gast, Den Gast, darf ich denn anteasern ein bisschen? Möchtest du? Darfst du? Oder? Nein, mach. Hm. Nee, weil ich kenne ihn jetzt schon länger. Willst du mal das... Ich mache mal ein bisschen Blatt. Ja. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Aber auf jeden Fall kennen wir uns. Und verfolge auch schon jahrelang, was er macht. Und ich finde es auch schön, auch mal auch Fotografen und Videografen hier aus der Region mal ein bisschen wieder zu zeigen. Weil ich finde es auch gerade hier schön, unsere Hutten Heidelberg, Mannheim und Umgebung. Mhm. So tolle Fotografen. Und viel. Sehr viele, ja. Und ich finde es geil, dass man da auch immer hier sich ein bisschen so vernetzen kann. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich verfolge ihn schon lange. Also er ist krasser Videograf, er ist Fotograf. Er hat ja auch gerade seinen Bachelor gemacht in Kommunikationsdesign. Also er weiß auch, was er macht. Er weiß vor allem, was er macht. Und ich finde vor allem, er ist die krasseste Maschine, die ich kenne. Also in dem Bereich, weil der Output von ihm, ich hätte fast den Namen gesagt, der Output ist so enorm und so krass. Und Menge und Qualität. Aber Menge beides. Und Qualität. Und er liefert halt einfach was ab, was also er, sage ich mal, als One-Man-Show macht. Ja. Wo andere eine komplette Firma dahinter stehen haben. Ja. Also er macht als Einkopfmann das, wo manche 4, 5 Leute brauchen und er liefert es halt aber auch zack, zack, zack ab. Und deswegen, ich bin mega happy, dass er irgendwie Zeit gefunden hat, bei uns Chaoten vorbeizukommen. Ja, Jonas, magst du dich erinnern dazu? Ja. Kannst du so einen Applaus einblenden? So. Oh ja, habe ich ja so ein bisschen. Ich ja immer, wenn ich irgendwas erzähle von mir. Okay, hi Jonas. Hallöchen. Du hast ja schon mitbekommen, wie das hier läuft. Ja. Genau. Du wolltest doch noch, du wolltest das Intro. Wolltest du? Welches Intro? Du wolltest irgendwas fragen, oder? Ach so, nee, also wie gesagt, also Jonas Melcher, er ist nicht nur Jonas Melcher. Ja. Genau. Wer sich dafür interessiert, man findet dich ja auch unter dem Namen auf Instagram. Ja. Und ich bin froh, dass man dich mit ein bisschen Bier hier und Chips, magst du noch ein paar Chips? Hierher verlocken konnten. Mikro hast du auch dabei, hoffe ich. Ja, perfekt. Okay, kleine Frage zum einen. Du warst jetzt ja gern seitdem, hast ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen zugehört. Was meinst du zu Nico seiner Auswahl? Ist da irgendwas, was in deiner Auswahl auch dabei gewesen wäre? Oder hast du es gar nicht geschnitten? 40 mm auf jeden Fall, habe ich auch selbst. Habe auch noch das 90 mm von Vogtländer. Ja, stimmt. Bin ich auch sehr, sehr happy mit. Die anderen beiden Objektive würde ich mir mal ausleihen. hört sich gut an. Okay, tatsächlich, Jonas, wir haben uns kennengelernt bei dieser, ich glaube, das erste Mal gesehen bei dieser Wälde-Geschichte. Genau. Ich war da wegen der Biersache, also Wälde sind Brauereien in der Region, die machen ziemlich coole Sachen und haben auch einen guten Output, wenn es um Foto und Video geht. Du hast da fotografiert. Genau, ich mache da relativ viel Fotofilm für Wälde. Ah, du bist dauerhaft bei denen irgendwie im Start? Immer wieder, ja. Wenn es was gibt. Genau, und habe da bei diesem Event auch fotografiert. Dich auch vor der Linse gehabt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich kann mich nämlich noch erinnern, ich habe zu Nico im Nachhinein gesagt, da waren diese Lichterketten.
Ja. Weil sie so, so geil gespannt haben. Und ich habe die Zoe, die für uns Instagram macht, dabei gehabt. Und habe so, Zoe, komm, hier der Typ da von Welde, der Brauleiter und dann noch dieser Influencer, der da war. Komm, wir machen dann ein Foto mit denen zusammen. Wir machen dann ein Foto mit denen zusammen. Und dann alle irgendwie probiert da hinzuboxen, sah übel geil aus. Und Zoe macht das Foto und ich sehe nur, du sneakst so, okay, zack, klack, und ich sehe deins hochgeladen, Welde gepostet, so ist, haben die voll genutzt und so. Und ich sage, so, scheiße, man, der hat mir meinen Spot abgelaufen. Naja, aber die Fotos waren auch gut. Danke. Aber das ist nicht nur dein einziges Projekt, auf das ich auch angebracht bin, sondern das letzte große Ding war deine Reise für deine Bachelorarbeit. Aber ich will es gar nicht erklären. Sag du mal, was hast du da gemacht? Genau, ich war letztes Jahr im August und September 3 Wochen in Nepal und habe da den Opa eines sehr guten Freundes von mir begleitet. Der hat da seit 20 Jahren ein humanitäres Hilfsprojekt, wo er eine Organisation unterstützt. Die sammeln Kinder von der Straße auf und die Eltern der Kinder in Nepal, die sitzen im Gefängnis. Und in Nepal ist es nicht so wie in Deutschland geregelt. Die Kinder sitzen einfach auf der Straße. Und da gibt es eben eine Organisation, eine Frau, die heißt Indira. Und die setzt sich da sehr stark für diese Kinder ein, sammelt die von der Straße auf, gibt denen ein Dach über den Kopf, gibt denen Schule, Bildung, gibt denen Essen. Und am Ende, wenn die Eltern aus dem Gefängnis freikommen, führt sie die Familien auch wieder zusammen und guckt, dass die Eltern wieder Jobs finden. Krass. Und man kann sich das jetzt nicht vorstellen wie in Deutschland, dass die da wegen Mord im Gefängnis sitzen, sondern Nepal ist halt eines der ärmsten Länder der Welt. Mhm. Die Eltern haben vielleicht mal ein Brot geklaut beim Bäcker, weil sie halt wirklich am Hungertod genagt haben und wurden da halt erwischt und kommen wegen solchen Straftaten in Anführungszeichen schon ins Gefängnis. Krass, verrückt. Genau. Und dieser Opa reist da jedes Jahr hin für längeren Zeitraum und hat dann immer Spendengelder zur Verfügung, die er hier in der Region durch Bildervorträge sammelt. Und er ist auch Fotograf, oder? Chips. Nee, er ist kein Fotograf. Er hat sich da am Ende seiner Berufslaufbahn in Land und Leute verliebt. Ja. Und ist das sein Herzensprojekt. Mhm. Und er hat auch eine Kamera dabei, aber ich würde nicht sagen, dass er Fotograf ist. Ja, ja. Genau, und mein Wunsch war es schon immer mal, dieses Land zu sehen. Und jetzt zur Bachelorarbeit war das ein gefundenes Fressen, da mal mitzureisen. Und ja. Ich habe ja deine Bachelorarbeit hier in der Hand. du hast ja ein Bildband quasi draus gemacht. Genau. Bildband wie, oder fast ja, Magazin-Style, aber in dem rausgebracht und wo ich gesehen habe, das hast du auf Instagram beworben, da habe ich direkt zuschlagen müssen. Aber Achtung, du sagst richtig, weil du hast ja nicht beworben, um da deinen Profit rauszuschlagen. Genau, ich habe das produzieren lassen, 200 Stück und habe natürlich den Produktionspreis im Verkaufspreis einberechnet und habe noch pro verkauften Bildband 6,50 Euro an dieses Projekt gespendet, dass der eben wieder nächstes Jahr dorthin reisen kann und mit dem Geld, was ihm da zur Verfügung steht, kauft er dort jedes Jahr Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, was eben vor Ort für die Kinder gebraucht wird. Ja, und wo das bei mir zu Hause ankam, ich habe mich so gefreut, einmal, also ich sammle ja öfter so Bildbänder und Magazine und so und habe da relativ viel zu Hause rumliegen. Und ich habe mich so gefreut, wo ich es gesehen habe, weil A, das ist ja mega krass. Also ich blätter da so gern durch und was man da sieht, das ist einfach richtig, richtig stark. Also du hast Porträts einfach. Porträts, du hast da den Alltag, also du hast ja auch mehrere Kapitel, also auch Landleute und zum Schluss hast du auch, also das ist absolut Wahnsinn, auch das in der Klinik. Das geht so krass unter die Haut und das ist so ein Mix und man sieht einmal halt A, dass du krass gut fotografierst, also wirklich gut, also und auch sowas, also das ist einfach, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ja, krass. Also das war so für mich. Jetzt musst du es aber auch einblenden, selber schuld. Ja, nee, das hat mich so gefreut, einfach zu sehen und auch so, wie gesagt, auch deine Entwicklung und so, was da dahinter steckt und die Arbeit und das ist einfach, ja, so eine schöne Abrundung, und dann zum Jahresende gewesen und was will ich hinaus? Ja, ich bin einfach sprachlos da von dem Ding gewesen und man merkt, du kannst also nicht nur fotografieren, sondern dann kommt auch deine Design-Ausbildung da dazu. Das ist so geil gesetzt und hast du noch auch analoge Bilder eingeblendet und alles und natürlich jetzt, wenn so jetzt wie wir, man sieht, du hast ja auch mit der Leica fotografiert, hast du auch, glaube ich, auch mit 40er mit Sicherheit. Genau, ich habe bewusst
Ich habe sonst auch Sony zum Fotografieren. Ich habe bewusst nur Leicas mitgenommen, also die Q2 und dann eben das 40 und 90 mm auf der M10, auf deiner alten M10. Ja. Und genau, die Paradies-Einwegkamera mit Blitz. Genau. Genau. Ja, echt? Ach, ja, so ja. Hatte ich 5 Stück dabei, weil ich eben den Kindern in diesen Kinderheimen auch was zum Fotografieren mitbringen wollte und habe denen dann eben diese 5 Kameras gegeben und die haben dann da in der Schule, während der Schule, während dem Unterricht. Sprich, da sind auch Bilder dann entstanden aus Sicht genau, von den Kids. Ne? Genau, geil. Die dann an der Tafel da rumrechnen und so, das war, ja, war cool. Hat mich sehr gefreut, die dann entwickelt zu sehen. Ja. Also wirklich Hut ab. Also ich glaube, es gibt noch welche, glaube ich, auch zu kaufen, gell? Hast du noch welche? Ah, also 10 habe ich noch. 10 noch, okay. Also, wenn man schnell ist, dann ist es noch ich kann es wirklich nur empfehlen. Also das, dem, ja, also ja, man denkt sich bei jedem zweiten Bild gefühlt, wie kann er genau zu dem Zeitpunkt da gewesen sein? Also so, das ist, alles sieht fast wie gestaged aus, weil es ja so schön ist und so viel, so authentisch. Richtig geil. Und was wir vorhin auch gesprochen haben, ist die Qualität einfach. Das Ding fässt sich auch geil an. Also man hat es auch einfach gerne daheim, denke ich. Ja, ja. Also bei den 10 lohnt sich wahrscheinlich schnell zu sein. Ja. Vielen Dank. Ja. Gerne. Super. Ja, und du hast ja gesagt, das wurde auch, ich mag es ja, wenn es in unserer Region was Geiles gibt. Und du hast ja auch eine Druckerei hier gehabt. Genau. Aus Weinheim. Aus Weinheim, genau. Ja. Und ich glaube, also das Ding inspiriert mich einmal auch selbst mal wieder zu sagen, hey, ich mach, druck doch endlich mal. Ja. Das verdrängt man immer, aber sollte man öfters machen. Und ich glaube, da muss ich auch bei der Druckerei mal vorbeischauen. Also das ist super. Lohnt sich definitiv. Also. Hast du eine Highlight-Story? Irgendwas ganz Besonderes, was dort passiert ist? Wir haben einen Rundflug gemacht über das Himalaya, über den Everest und so. Und wir haben den Flug zweimal gemacht. Das erste Mal, also der Flug war morgens um 6. Und das erste Mal war schon morgens, haben wir aus dem Zimmer rausgeschaut, scheiße, nur Regen, schlechtes Wetter. Sind wir zum Flughafen gefahren, haben gemeint, da oben über der Wolkenschicht, da ist gutes Wetter, das passt alles. Sind wir aufgestiegen im Flugzeug, ich meine, das kennt man ja, dass man dann mal 2 Minuten durch die Wolkendecke fliegt, dann ist oben blauer Himmel. Ja. Aber wir sind eine halbe Stunde lang aufgestiegen und es kam kein blauer Himmel. Und dann ist das Flugzeug wieder umgedreht. Und dann haben wir den Flug nochmal gemacht, eine Woche später. Hatten da dann das Glück, also ich hatte Pech, weil ich saß am Fenster und das Fenster war von außen und von innen verkratzt und noch innen drin beschlagen. Und das war wirklich das schlechteste Flugzeugfenster, was ich bei einem Flug hatte. Und das bei so einem Flug, wo man dann eben auch die Berge außen drum sieht. Deshalb sind hier die Bergbilder ein bisschen weich geworden. Aber bin da im Flugzeug hergerannt, habe das sauberste Fenster gesucht. Das war dann, ging dann irgendwie schon. Aber ich war auch mal in Nepal und habe auch den gleichen Flug gemacht. Vielleicht 5-6 Jahre her. Ja. Und ich kann mich sehr gut erinnern, bei mir war es gleich. Ich bin auch wie ein Bekloppter hin und her gerannt und dann ist der auch gedreht, dann war das halt links und rechts auf Rückflug und dann bin ich da wie ein Bekloppter rum. Und war sehr tricky, weil es hat gut geshakert dann auch, dann wurde auch irgendwann schlecht und dann haben sich andere beschwert, weil sie es auch sehen wollen, mal Everest und so weiter. Das stimmt. Gab es bei euch die eigentlich auch dann Champagner? Nee, das gab es nicht. Das wurde, nachdem alle den Everest gesehen haben, gab es ein Champagner. Das Sektor des Champagner gereicht. Echt? Sehr gut. bei dem ersten Flug war das Fenster sehr sauber, aber okay. Keine Berge. Schade. Aber cool. Okay, was geht sonst noch bei dir? Du bist jetzt ja gerade erst nach Hause gekommen. Warst ja wieder weg. Ich war jetzt 10 Tage in Südafrika auf einem Job. Ich mache viel mit einem Sportreiseveranstalter, viel Golfreisen und habe dadurch die Möglichkeit, immer mal wieder ein bisschen was von der Welt zu sehen. Bin da sehr dankbar und bin da jetzt dieses Jahr auch noch mal in Schottland, auf Kreta, in Sizilien, auf den Azoren wieder. Das 4. Mal dann schon im September. Das ist echt immer eine Reise wert. Kann ich jedem ans Herz legen. Genau. Und sonst bin ich Fotovideograf und mache viel auch für Firmen hier aus der Region. Wie weit bist du im Voraus immer ausgebucht? Also kommt bei dir auch so die Anfragen, sage ich mal so, wochenweise rein oder weißt du schon so, übers Jahr über hinweg? Ich weiß übers Jahr hinweg 5-6 Sachen, die dann und dann ungefähr stattfinden. Feste Daten sehr selten, aber sonst wirklich 2-3 Wochen im Voraus. So. Okay, awesome. Ist bei euch ähnlich wahrscheinlich, oder? Ja, also ist gut. Bei mir ist die Absicherung über Hochzeiten, sind ja immer ein Jahr vorher gebucht. Dann bei ganzen Festivals, du bist ja auch vorher ein Jahr gebucht und kannst ja immer fix eintragen, blocken für alles. Und ansonsten verlässt man sich drauf, dass mindestens 1-2 Mal in der Woche das Telefon klingelt und da jemand anfragt. Und als Selbstständiger macht man sich am Anfang echt da krass verrückt, aber man lernt damit umzugehen und man merkt, das kommt immer so. Und
Und das passt schon ganz. Und was ich aber auch vorhin auch angeteasert habe, ich habe ja gesagt, also du bist echt für mich so die Fotomaschine. Also ich kenne in meinem Umfeld, also in meiner Wahrnehmung, kenne ich niemanden, der mehr Output hat, auch qualitativ und so. Wie gehst du das an? Also jetzt kommst du vom Job, also ich sag mal, du warst jetzt da auf den Azuren mit Sportreisen XY. Mir ist ja bewusst, da kannst du ja in jeder Ecke was filmen und fotografieren. Also da kommst du ja mit Stunden, Kilo, Gramm an Speichergrad wieder zurück. Wie schaffst du das, so knackig alles abzuliefern? Und dann kommt es, dann sieht man, okay, der hat es gerade gedroppt, dann ist er schon wieder für Engelhorn hier. Sind es ein strukturierter Alltag oder schlaflose Nächte? Ja. Also. Eine gute Kombi, würde ich sagen. Ich setze mich, also ich sage schon immer, dass ich schon sehr zeitnah abliefern will, alles. Natürlich da auch allem gerecht werden will. Und sonst auch halt mal private Dinge hinten anstellen. Okay. Und dann einfach Gas gebe, weil ich bin noch jung, da geht es. Ja, okay. Ja, voll gut. Ja, nice. Genau. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick erstmal bekommen in deine Arbeit. Was mir übrigens aufgefallen ist, was mich auch ein bisschen inspiriert hat, du hast auf Instagram deine Highlights, dass du immer dein komplettes Jahr irgendwie in ein Highlight passt. Genau. Und ich habe mich gestern mal, bin ich auf dein Profil gegangen und habe das so durchgeklickt. Und das ist irgendwie so geil, weil du machst es seit 2019 oder seit 2018? Ja, Ende 2018, genau. Ja, und dann sieht man halt so deine fotografische Entwicklung, wenn man das halt so durchskippt bis heute, hast du halt so, man erkennt genauso irgendwie so, was hat verändert, was hast du neu gemacht und so. Das ist sehr empfehlenswert irgendwie auch. Ja, also da wollte ich ja auch vorhin drauf hinaus, deswegen war auch das Buch für mich so ein volles Highlight, weil ich, wie gesagt, die Entwicklung so immer auch ein bisschen verfolgt und beobachtet habe. Und ich denke, okay, jetzt ist er echt angekommen. Ja, so, was kommt als nächstes? Ja, ich habe mich so gefreut, das Ding in der Hand zu haben. Vor allem, wirklich, das so, geht ja die ganze Zeit so, ja, wenn man sich das anguckt. Ja, das ist nee, so. Also, danke. Aber so was, ja, wahrscheinlich irgendwie der nächste Foto vom Mond oder so. Ja, nee, also das ist echt krass. Und ich freue mich schon, das weiter zu verfolgen, was da noch so alles kommt. Das ging echt gut. Vielen Dank für die Blumen. Aber kann ich sehr ins Herz legen, mal auch mal was zu printen. Das ist schon... Ja. Zeitaufwendig, aber ich denke, es lohnt sich sehr. Auf jeden Fall, ganz andere Wertigkeit. Ich habe ja tatsächlich auch ein Projekt, was ich noch rausbringen will. Und zwar, bei mir ist es ja das 10. Jahr Festivalfotografie angebrochen. Und also, ich habe gedacht, 10 Jahre Festivalfotografie, mal da das Best-of rauszupicken und zusammen zu machen. Weil ich habe wirklich schon, das klingt jetzt doof, aber jede angesagte Band vor 2021 gehabt. So. Also jetzt die ganz neuen da, die sind immer so, aber... Ich hatte alle Größen, Red Hot Chili Peppers, Alice Cooper, also die großen Rockbands von früher, die hatte ich halt alle abgeklappert. Hatte ich das Glück, weil ich halt Festivals wie Rock am Ring, Southside etc. gucke. Ich will eher die Zeltplatz ja, sehen, weil aber da habe ich schon so ein paar Dinger von dir gesehen, das heißt so Brüll. Das war ultra wild. Ja. Und also das Ganze, einfach mal die 10 Jahre in einen Bildband gepackt, das wäre so mein Projekt. Hab's auch mal angefangen. Und weitermachen. Ja, aber das ist, ja. Zeit, aber Zeit. Ich glaube, das wird mein nächstes Bildband, wo ich so vom Ding machen würde. Aber ja. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir kommen zum Ende heute. Ja. Und mir ist gerade eine Sache aufgefallen. Und zwar, wir haben ja ein Riesentalent gehabt in den letzten Folgen. Immer irgendwas, Ton, Video, irgendwas haben wir immer verkackt. Und also ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir nicht wissen, wie es geht, sondern an mangelnder Konzentration, weil wir den Tag, genau. Heute bin ich ja nüchtern wegen diesem Dry January. Das wäre, also, was ist, wenn es heute alles stimmt? Dann sollte ich mir mal Gedanken über mein Leben machen. Also, was wir jetzt nicht gecheckt haben, wir haben es einfach gelabert und haben nie einmal aufs Kameradisplay geschaut. Wie lange nimmt, zeichnet sie auf? Aber jetzt gehen wir noch raus. Hat irgendjemand Play gedrückt? Ja, ja, aber irgendwann hört sie auch auf. Noch. Also, okay. Also, als ich kam, lief sie noch. Okay, gut. Ja, guck mal, Jonas, da weiß er quasi drauf verlassen. Und auch nochmal ein Ding, warum man Dinge mit Beton machen soll. Auch im Studioumbau, das war ja genauso. Wir haben ja Studio, einen Tag, da lief das wie Buddha. Bam, 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 Rollwand, die Wand, das gemacht. Da war und dann, ja, und dann, nee, dann den einen Tag, da war dann der Falk. Und so kurz vor Ende sagt, komm, wir trinken ein Bier. Ich so, oh, Falk, muss es sein, wir bauen hier noch da oben was auf. Er sagt, nee, komm, wir trinken es, Eier besteht drauf. Alles klar. Dann im Such denkst du eben, man kann alles und so weiter. Und haben auch, ich habe so ein Hintergrundsystem, irgendwie so 20 Kilo schwer, 4 Meter breit. Das haben wir einfach dann
10 cm zu weit links angebracht und am nächsten Tag ist das Ding komplett runtergekracht und wir mussten es wieder anziehen. Ja, also, ja. Also nur nochmal anzusprechen, dass Alkohol nicht wirklich Alkohol ist nichts Gutes. Ja. Gut, okay. Und das zum Abschluss, was steht bei dir die Woche noch an? Hast du irgendwas vor? Die Woche, ich habe 1-2 kleine Drehs, nichts Weltbewegendes. Video. Anfang des Jahres immer ein bisschen entspannter. Okay. Genau. Okay. Schön. Gut. Dann würde ich nochmal abschließend synchronisieren. Schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Blumen. Hat mich sehr gefreut. Ja, klar. Voll. Dann hoffe ich. Bis nächstes Mal. Im Studio. Im Studio. Alles klar. Also bis dann. Ciao.